Oh, da kommt jemand. Sie. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Was willst du tun? Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Der Unbekannte. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Porteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oh, da ist oder wieder einer. Zerstörung. Verdammt, Shepard. Der die kontrollieren möchte. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Oh ja. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Oh, guck mal, ich kann sogar eine super Auswahl nehmen. Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Genau. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Ich glaube, die Augen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Oh, er ist mit ganz nervös. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Und? Nein, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Oh, verdammt. Kaling. Mist, abtrünniger Punkt habe ich bekommen. Warum das denn? Sie sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Alter. Mich der haut den Eimer und tot ist er. Was ist das denn? Oh mein Gott. Alles in Ordnung. Okay, Schilder hat er noch. Wie kann ich Schilder zerstören hiermit? Kriegt doch noch so einen ab. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Nix aufladen. Wieder aufzuladen, wieder. Das kann er nicht ewig machen, glaube ich. Oh ne, er will zu mir. Nachladen, bitte. Meine Güte. Hat der Spaß für Sie ein Ende, Schatz. Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Es kann nur ein Ende geben. Nein! Unterstützung anvisiert. Oh oh. Kann er nur mit dem Jäger machen, der Wichser. Genau, so voll haarscharf an dem vorbei. Meine Waffe ist weg. Hilfe! Cerberus bedankt sich für Ihre harte Arbeit. Nein, er nimmt es mit. War ich zu langsam? War ich zu schlecht? Vielleicht.
Genau, der saugt alle Daten auf. Warum habe ich das gerade nicht gemacht? Ja, wo bin ich? Ah, guck mal. Oh ja, genau, voll schwer so an der Kante da hochzuklettern. Aber ist ja ein Free Climber. Climber. Climber? Ja, glaub schon. Jetzt hol ihn dir! Und jetzt kommt eine Hand. Shepard! Festhalten! Ne, ich glaube, es musste so sein. Und anscheinend wiederholt sich der Zyklus wieder mal. Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier, Lieutenant Kuhlen! Mein Trupp ist umzingelt! Hier, Shepard! Was ist Ihre Position? Wir hören Sie. Was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot. Unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment. Da kommt ein Reaper. Bitte. Oh. Ist da jemand? Ein Reaper ist gut. Dieses Geräusch immer wie bei Krieg der Welten. Toll, jetzt habe ich das nicht. Muss ich mir bestimmt holen bei dem. Hackett! Ruft an, bestimmt. Los, geht ran! Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Nach dem Piepton. Hallo? Oh, doch nicht. Commander Shepard, sind Sie da? Commander. Ratsherrin, die Mission ist... gescheitert. Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Oh, verdammt! Ich... was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, passt. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und überall. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. Ganz tief. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun... etwas wäre da schon. Oh. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander. Im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Oh. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen?
Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren Sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mach voll die Depri. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Abteilung Cerberus da jetzt. Darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Anderson, ich komm. Hello, Mr. Anderson. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. So nah. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Nein. Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kyle Lang hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Ja, mach doch noch mehr Druck. Die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Da war ich auch letztes Jahr in London. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Aber nur ein Wochenende lang. Und Kai Long hat mir die Daten geklaut. Der Bruder Kai Long macht bestimmt in Pornos mit. Gestatten Kai Long. Oh, da blinkt was. Das ist ja die Truppenbereitschaft. Boah, ich bin fast voll. Aber nur noch 50% Bereitschaftswertung. Ich müsste mal ein bisschen Multiplayer noch machen. Vielleicht mache ich das da sogar noch. Citadel Verteidigungsstreitmacht Allianz. Boah, 1009 Punkte. Okay, ich habe auch viel abgegeben. Dann die Asari. Nichts Neues, doch hier unten. Dr. Jalis. Und Ceres Wache. Achso, die. Alles klar. Der Tigel. Verbesserter Raumschifftreibstoff. Und Element Zero Konverter. Achso, da sind Sachen, die ich auch finde, die den Tigel verbessern. Okay. Bodyguard. Heftig. Ja, so krass, dass ich nochmal neu geladen habe. Wo muss ich denn hier raus? Gut, aber irgendein hat auch mal geschrieben, wenn ich die Cerberus-Mission anfange, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann leite ich quasi das Ende ein. Ich dachte, nachdem wir den Reaper auf Run noch erledigt haben, ich weiß auch. Deswegen soll ich vielleicht mal gucken, welche Mission ich noch habe. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Ontaron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Aber ich glaube, das sind Sachen, wenn ich direkt zu Cerberus gehe. Oh, die Evakuierung von Tessia. Aber ich gehe jetzt erstmal nochmal nach unten, oder? Will ihr? Ne, ich gehe erstmal nach oben. Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit ihm reden. Oh, Maschinenraum, ja. Und dann gehe ich mal in eine Kabine, ob ich jemanden einladen kann. Wir werden es sehen. Ich glaube, die war doch da hinten, ne? Adams würde gerne mit Ihnen reden. Ja, wo ist denn Adams? Ist das Adams? Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermowurst, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Hab ich doch gesagt. Ja, das war's. Sie sollten Adams verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren, hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So okay, würde ich nicht gehe hier wieder hin. Sie und O'Nelly hatten eine Idee zur Verbesserung. Sie sollten mal zu Adams gehen. Edi und ich haben das aufgegriffen und ich bin aber Adams. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tigel helfen. Wenn sie es wünschen, schicke ich ihnen die Pläne. Oh ja. Tun sie das. Jawohl. Hau rein. Gute Arbeit von allen. Top. Optimierte E-Zero-Kondensatoren. Ist hier nicht noch die, Reporterschnalle? Haben Sie
Story über Tessia schon weggeschickt? Da ist er doch. Nein, Cerberus startet Stealth an. Müssen wir reden, Commander? Boah, verlassen Sie mein Schiff. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Okay, dann halt nicht. Jetzt gehe ich mal wieder nach oben in meiner... in den Kapitänsgedöns. Kapitänskabine, mal gucken. Meine ganzen Fische. Ich kann mein Aquarium benutzen. Achso, dann kommt da oben Fischfutter rein. Ah. Okay, guten Appetit. Privates Terminal, aber ich kann keinen einladen hier. Da ist der Rüstungsspind, wie gehabt. Aber mir fehlen noch ein paar Schiffe, muss ich schon sagen. Ja gut. Erstmal wieder nach unten gehen zum Kampfinformationszentrum. Und mal sehen, was für Missionen ich noch habe. Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee. Und im Moment ist es die beste Spur, die wir haben. Oh ja. Wie auch immer. Viel Glück. Logbuch, Kodex, nein. Missionsüberblick, genau. N7 Kommunikationszentrum. Priorität Horizon. Cerberus benutzt die Zuflucht auf Horizon. Ich würde sagen, es war N7 Kommunikationszentrum. Landen Sie auf Ontarom. Und Athene-Nebel. Athene-Nebel und Dekuna. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, wo das war, aber ich gucke erstmal nach Athene-Nebel.